Hitler wollte mit diesem Film sozusagen den Beweis führen, dass das Judentum eine Parasitenrasse sei in der Menschheit, die von der übrigen Menschheit zu trennen sei. Dafür sollte dieser Film ein Beweis sein. Es gilt heute als sicher, dass Hitler selbst anordnete, den Film so fürchterlich zu gestalten, Ratten zu verwenden. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Der Film fiel beim Publikum durch. Er war so grausam, dass einige Zuschauer in Ohnmacht fielen. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.